Guten Morgen, liebe Studierende. Ich freue mich, Sie begrüßen zu können für die vierte Vorlesung in unserer Vorlesungsreihe zur Einführung in die pädagogische Psychologie. Wir werden uns heute vor allem mit dem Thema der Intelligenz und den kognitiven Grundlagen des Lernens befassen. Vorher, wie jedes Mal, ein kurzer Rückblick auf die vergangene Woche und die vergangene Vorlesung und das Vorlesungsfeedback. Prinzipiell vom Feedback her haben wir uns, glaube ich, sehr gut eingependelt. Vieles läuft in sehr guten Bahnen. Einige von Ihnen wollen ein paar mehr Breakout-Räume, andere wollen weniger. Das heißt, so im Mittel sind wir da auf einem sehr guten Weg. Genauso mit der Zeit der Breakout-Räume gab es auch einige von Ihnen, die lieber mehr Zeit und andere weniger Zeit verbringen würden, was mir sagt, dass wir auf einem guten Weg da sind. Allerdings wurde jetzt auch schon mehrfach gefragt, ob wir verschiedene Gruppen in den Breakout-Räumen halt jeweils machen können. Im vergangenen Semester wollten die Studierenden vor allem immer in der gleichen Gruppe jeweils in ihrem Breakout-Raum drin sein. Wir können es diese Woche einfach mal probieren, dass wir das immer mit verschiedenen Gruppen haben, sodass sie auch wirklich mehr von ihren Mitstudierenden auch kennenlernen. Sie können dann sehr gerne wieder im Vorlesungsfeedback mitteilen, ob Ihnen das gefällt, ja oder nein. Prinzipiell, ein anderes Feedback war, weniger Zeit mit Organisatorischem zu verbringen. Von daher starten wir auch direkt mit den Ergebnissen vom Quiz. Und zwar haben wir uns da auch in der letzten Vorlesung angeschaut, okay, wie wird das Drei-Speicher-Modell nach Atkinson und dass da der Kurzzeitspeicher auch als Arbeitsspeicher bezeichnet wird, da wo auch zum Beispiel Informationen verschiedene Kategorien auch zugewiesen werden. Dann haben wir uns angeschaut, wie viele Informationschunks in dem Arbeitsgedächtnis vorliegen können. Das sind 7 plus minus 2, also 7 Informationen typischerweise, die dort vorlegbar sind. Prinzipiell, wenn wir uns anschauen, okay, was für kognitive Prozesse liegen vor für die Speicherung und auch Verarbeitung von Wissen, davon 3 von diesen grundlegenden Prozessen sind das Auswählen, die Integration und auch die Organisation von Informationen, die dazu beitragen. Und last but not least haben wir uns kognitive Schemata und Skripte angeschaut. Die Quizfrage dazu, ob kognitive Schemata auch dazu verwendet werden, komplexere Wissensbestände zu speichern, auf die sehr schnell zugegriffen werden kann. Genau dies ist auch der Fall. Kurzer Funfact zu diesen Quizfragen. Wenn Sie die Veranstaltung auf YouTube verfolgen, werden Sie auch sehen, dass wir auch schon im vergangenen Jahr die Aufzeichnung auch hochgeladen haben. Theoretisch können Sie da auch sehr ähnliche Vorlesungsinhalte betrachten. Und wir haben jetzt einfach mal genau die gleichen Quizfragen vom letzten Jahr zu der Vorlesung auch verwendet, sodass Sie auch da quasi, wenn Sie dann in die Vorlesung zur Intelligenz von vor einem Jahr schauen, können Sie dann quasi diese Ergebnisse, die Sie im Jahrgang jetzt haben, auch mit den Ergebnissen von Ihren Mitstudierenden von vor einem Jahr auch vergleichen. Prinzipiell, warum erzähle ich Ihnen dies? Und zwar, weil hin und wieder Fragen aufkommen, von wegen, wie wird die Klausur aussehen, können wir vielleicht mehr Übungsaufgaben für die Klausur haben und so weiter. Die Quizze haben da wirklich auch eine sehr gute vorbereitende Funktion. Und ich wollte Ihnen jetzt da zeigen, dass Sie auch sehr gerne in die Vorlesung von vor einem Jahr einfach hereinschauen können, um sich beispielsweise da die Quizzeaufgaben anzusehen und auch die dann auch herauszuschreiben und auch vielleicht dann noch als weitere Trainingsmöglichkeit, wenn Sie für diese Veranstaltung auch eine Klausur schreiben wollen, dies dann auch so zu verwenden. In eigener Sache, ich habe das auch auf GradeCraft auch schon
postet. Ich habe zurzeit zwei Stellenausschreibungen für studentische Hilfskraft Stellen aktiv. Wenn Sie Interesse haben an einer der beiden, sich zu bewerben, das würde mich sehr freuen. Prinzipiell probiere ich sehr stark, dass wir die Leute, die quasi bei mir im Team sind, auch wirklich zu fördern. Und ich bin auch der Meinung, dass die Personen, die an der Universität arbeiten, vielerlei Vorteile haben, quasi im weiteren Leben auch gut voranzukommen. Also jetzt nur ein Beispiel aus meiner Arbeitsgruppe, da haben jetzt einige, die quasi vom Bachelor in den Master übergehen wollen, Masterplätze in Stanford bekommen, in Oxford. Ein anderer von mir ist jetzt gerade in Michigan. Viele, die im Master zu mir kommen, promovieren danach, wenn das ein Ziel ist. Also es hat sehr viele Vorteile quasi, sich auch mehr mit Institutsarbeit auch zu beschäftigen. Der Großteil meiner Hiwis wird von der Studienstiftung, von der Konrad-Adenauer-Stiftung oder von anderen begabten Förderungswerken gefördert. Nicht unbedingt, ich will Sie da auch jetzt bloß nicht verschrecken, dass wenn Sie halt da so ein Stipendium noch nicht haben, dass Sie sich dann jetzt nicht bewerben wollen, sondern quasi das nur als Möglichkeit aufzeigen, dass wenn Sie halt da so etwas als Job quasi haben, für Stipendien auch wiederum wesentlich attraktiver werden. Prinzipiell, Sie fragen sich auch vielleicht, okay, dieses Punkteschema, 1 Million Punkte, wieso sollte man mehr machen? Sowohl ich als auch andere werden natürlich auch dann von den Besten von Ihnen probieren, sie dann für andere Stellen innerhalb der Universität zu rekrutieren, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit zu geben, sich dabei bei Vorstellungsgesprächen für ähnliche Stellen beispielsweise dann auch hervorzutun. Also es hat sehr, sehr viele Vorteile für Sie quasi, wenn Sie da diese Möglichkeit erhalten, um quasi sich auch da weitergehend dann mit den Themen innerhalb der Universität auch zu beschäftigen. Okay, genau. Aber für heute wollen wir uns vor allem Intelligenz anschauen. Ich habe auch viele spannende Reading Reactions gelesen, auch ein paar kritische, von wegen, braucht man IQ-Tests noch? Sind die so valide? Wie sieht das genau aus? Eine von Ihnen hat auch von ihrer Erfahrung von dem Absolvieren eines ähnlichen Testes im Zuge einer Bewerbung bei der Polizei gesprochen. Sehr spannend. Also ich kann Ihnen wirklich da auch nur empfehlen, quasi in unser Piazza-Forum zu gehen und auch diese Reading Reactions auch zu lesen. Und wir werden dies jetzt quasi auch darauf aufbauen und davon ausgehen, einige Themenfelder vor allem deutschen, und zwar, dass wir uns genau anschauen, okay, was ist Intelligenz, was sind Modelle, mit der Intelligenz beschrieben wird, inwieweit ist Intelligenz veränderbar und auch wie ist so der zeitliche Verlauf von der Intelligenz. Prinzipiell, es gibt eine Vielzahl von Definitionen, wie Intelligenz definiert werden kann. Sehr historische Definitionen sind beispielsweise jetzt hier von David Wechsler als Fähigkeit des Individuums, zweckvoll zu handeln, vernünftig zu denken und sich mit der Umgebung wirkungsvoll auseinanderzusetzen. Andere Definitionen gehen auch vor allem auf die Fähigkeit ein, komplexe Ideen zu verstehen und sich auch an die Umgebungen effektiv anzupassen. Und auch der Bezug zu diesen IQ-Tests wird auch dabei deutlich. Aber was wir wirklich auch dabei sehen, ist vor allem, dass diese generelle mentale Kapazität, komplexe Prozesse zu verstehen und anwenden zu können, Probleme zu lösen, abstrakt zu denken
und auch quasi von Erfahrungen zu lernen. All dies sind auch wirklich Komponenten, die der Intelligenz auch zugeordnet werden. Prinzipiell, wenn wir uns anschauen, okay, wie hängt Intelligenz mit Leistung zu tun, dann sehen wir, dass es vor allem, wenn wir das im Schulbereich betrachten, sehr deutlich positive Zusammenhänge auch da bestehen. Also wenn wir uns da Korrelationen anschauen, ist es quasi einer der stärksten Prädiktoren für schulischen Erfolg. Spannend dabei ist es ebenfalls, dass man auch gewisse domänenspezifische Unterschiede auch sieht. Also beispielsweise im Bereich der Mathematik ist da die Korrelation auch mit am höchsten. Und was spannend ist, ist quasi, wenn Sie sich da wirklich anschauen, okay, was sind die verschiedenen Beiträge von wichtigen Einflussfaktoren auf die Schulleistung, dann spielt die Intelligenz sogar eine Rolle, wenn man für andere sehr wichtige Merkmale, die wir auch wirklich in der Forschung wissen, dass die prädiktiv sind, wie die soziale Herkunft oder Motivation. Über Motivation haben wir auch noch eine eigene Seminarveranstaltung. Trotzdem hat die Intelligenz einen eigenen Beitrag für die Schulleistungen. Was quasi spannend dabei auch zu sehen ist, ist, dass der Einfluss der Intelligenz vor allem in den ersten Schuljahren auch sehr stark ist. Und dieser Einfluss wird schwächer im Verlaufe der Schuljahre. Und dies ist quasi in gewisser Weise eine kleine, so dass quasi je größer das Vorwissen wird, desto geringer ist der Beitrag der Intelligenz für die Schulleistung. Prinzipiell andere Studien, die auch noch etwas longitudinaler betrachten, Berufserfolg, Ausbildungserfolg, all diese Studien deuten darauf hin, dass Intelligenz wirklich ein zentraler Prädiktor auch für den Erfolg auch darstellt. Prinzipiell im Bereich der pädagogischen Psychologie haben wir auch eine Vielzahl an Anwendungsbereichen, wo Intelligenz und Intelligenzmessungen auch vor allem verwendet werden. Also so etwas haben Sie zum Beispiel im Bezug der Schuleignungsdiagnostik, der Übergang auf verschiedene Schulformen, Schullaufbahnentscheidungen vor allem, sehen wir auch, dass dies für Förderbedarf, für den Bereich Sonderpädagogik beispielsweise, auch sehr stark auch verwendet wird, um daraufhin ausgehend dann auch Entscheidungen auch zu treffen. Aber auch auf der anderen Seite, wenn es quasi darum geht, wirklich, wirklich die sehr hochbegabte Studierende oder Schülerinnen und Schüler zum einen zu identifizieren und auch zu fördern, dann werden ebenfalls dort Intelligenzmessungen auch vollzogen, häufig. Prinzipiell, all dies ist quasi drückt zum Ausdruck, dass Intelligenz wirklich eine der zentralen kognitiven Variablen auch darstellt, die eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass die Lernprozesse wirklich gut auch gelingen. Wenn wir uns jetzt nun verschiedene Intelligenzmodelle genauer betrachten, dann sehen wir, dass vor allem historische Intelligenzmodelle wie das Zwei-Faktoren-Modell von Spearman oder das Primärfaktoren-Modell von Thurston wirklich darauf hindeuten, quasi, dass wir generellere Faktoren von Intelligenz haben. Und im Laufe der Zeit haben sich diese Modelle dann weiterentwickelt, um auch wirklich verschiedene Dimensionen
genauer zu betrachten. So sehen wir beispielsweise im Zwei-Faktoren-Modell von Spearman. Dieses Modell hat quasi als zentrale Annahme, dass es einen Generalfaktor der Intelligenz gibt, der in vielen Leistungen auch zum Ausdruck gebracht wird. Also dieser sogenannte G-Faktor, den Sie auch vielleicht auch schon in den Medien beispielsweise auch gehört haben. Und Intelligenz beruht nach diesem Modell quasi dann auf zwei Faktoren. Also zum einen dieser generelle Intelligenz, als auch spezifische Intelligenzfaktoren, die dann quasi für spezifische Fähigkeitenbereiche verwendet werden. Daraufhin aufbauend hat Thurston in seinem Primärfaktorenmodell verschiedene Dimensionen noch in den Fokus gestellt, sodass sie da verschiedene Begabungsfaktoren haben, die dann sich darauf beziehen, okay, in welchen von diesen sieben Dimensionen, bei ihm werden diese seven primary mental abilities genannt, inwieweit da bei den einzelnen Personen die Begabung dann vorhanden ist und wie diese primären Intelligenzdimensionen zueinander auch gewichtet werden. Als Beispiele für diese primary mental abilities dazu zählen Dinge wie Sprachverständnis, Raumvorstellungen, Merkfähigkeit oder auch andere Fähigkeiten. Und Sie sehen da auch schon quasi, wie sich da diese Modelle von Intelligenz auch wirklich weiterentwickeln über die Zeit. Im hierarchischen Modell nach Cattell, ist vor allem im Fokus, dass wir zwei Komponenten haben, und zwar eine genetisch verankerte Komponente, die als fluide Intelligenz auch bezeichnet wird, und eine Komponente, die sie quasi im Laufe der Zeit auch mit erwerben, also die sogenannte kristalline Intelligenz. Und wie Sie in diesem Modell sehen, teilt sich dies auch in eine Vielzahl von verschiedenen Komponenten auf, die dann quasi mit einzelnen Items, wenn Sie dies dann messen wollen, um zu schauen, okay, wie hoch ist die Intelligenz von Personen, dass Sie diese dann auch mit verschiedenen Items dann auch verwenden können, um diese einzelnen Komponenten in diesem hierarchischen Modell dann auch zu messen. Dann gibt es quasi, wenn wir von der Historie weitergehen, auch die multiplen Formen von Intelligenz. Beispielsweise das Modell von Guilford, was vor allem auch betont, mentale Prozesse besser zu beschreiben und auch zu klassifizieren. Dabei ist gibt es wirklich auch eine Vielzahl an verschiedenen Faktoren und mentalen Fähigkeiten, die auch dabei betrachtet werden. In diesem Modell sogar über 120 verschiedene Faktoren. Und was jetzt auch insbesondere dabei auch von Bedeutung ist, dass es auch vor allem kreative Fähigkeiten und kreative Prozesse auch mit berücksichtigt. Und darauf aufbauen hat Gardner die Theorie der multiplen Intelligenzen erfasst, wobei da auch vor allem der Schwerpunkt auf den Hochbegabungen und auf den Sonderbegabungen
liegt, wo auch vor allem Bereiche auch mit aufgenommen werden in diesem Modell, die nicht dem klassischen psychologischen Intelligenzbegriff entsprechen, die sich beispielsweise auf diese Primary Mental Abilities, die wir in dem Modell vorher auch gesehen haben, dann beziehen. Also im Vergleich zu diesen Primary Mental Abilities, da war auch gerade eine Frage im Chat, was dies für Sachen, welche Abilities das wären. Also es sind Sachen wie Sprachverständnis, Raumvorstellung, Auffassungsgeschwindigkeit, Merkfähigkeit, Rechenfähigkeit. Dies sind Teile von diesen sehr klassischen psychologischen Mental Abilities. Darüber hinaus wurde dann in Gardners Modell noch weitere Komponenten mit aufgenommen, wie musikalische Intelligenz oder Bewegungsintelligenz, interpersonale Intelligenz. Also Sie sehen auch da wirklich auch eine Erweiterung der Prozesse dort. Was aber allerdings dabei auch noch besonders hervorzuheben sei, ist, dass die Theorie der multiplen Intelligenzen, die wird zwar sehr viel und auch sehr häufig auch zitiert und ist auch sehr populär. Zurzeit ist sie allerdings in der Wissenschaftscommunity umstritten, weil empirische Belege dafür recht schwach sind. Von daher sollte diese Theorie auch in gewisser Weise mit etwas Vorsicht auch betrachtet werden. Aber Sie merken auch schon verschiedene Modelle, die aufgestellt werden und dann als grundlegende Funktion der pädagogischen Psychologie die Modelle dann auch diagnostisch, also diagnostisch im Sinne von Modelldiagnostik, dann zu überprüfen, Experimente zu machen, Forschungsdesigns zu entwickeln, um zu überprüfen, ob die Theorie sich dann auch bestätigt. Sie haben allerdings auch schon gesehen, einer der Faktoren, die sehr wichtig für die Intelligenzmessung ist, der Bereich der Hochbegabung. Und dabei ist natürlich auch die Frage, okay, wie misst man Hochbegabung? Was ist Hochbegabung? Prinzipiell, wie Hochbegabung definiert wird, ist, dass sie eine über dem Durchschnitt der allgemeinen Bevölkerung liegenden Begabung darstellt, sodass die quasi nur in den oberen 2% halt auch liegt. Und Personen, die quasi in diesen oberen 2% liegen, die mit Hilfe eines IQ-Testes liegen. Sie werden da auch verschiedene Verfahren im Laufe der Veranstaltung oder im Laufe dieser Veranstaltung kennenlernen, wird dies halt verwendet. Es war vorhin im Chat die Frage, ob Gardners Modell für den IQ-Test verwendet wird. In der Regel werden da andere Modelle auch für verwendet, auch gerade weil diese Theorie nicht unbedingt empirisch auch bestätigt wurde. Genau, aber Sie sehen quasi auch da schon so ein wenig die Probleme von Intelligenztests, weil es auch da darauf ankommt, was wird gemessen, wie wird es gemessen und wie sehen gute Verfahren aus, um quasi Hochbegabung in diesem Fall jetzt auch zu definieren. Ich habe Ihnen allerdings nun ein Beispiel quasi von einer Person mitgebracht, die hochbegabt
ist. Dieses Video geht eigentlich 14, 15 Minuten bei Stefan Raab sogar. Ich würde Sie da bitten, sich da die ersten 6 Minuten von diesem Video in Breakout-Räumen anzusehen. Da sehen Sie auch schon verschiedene Beispiele von Intelligenztests oder von den oder von zumindest von Test-Items, die dort verwendet werden. Genau, und dass Sie dies da dann auch quasi in Ihren Breakout-Räumen dann auch miteinander besprechen. Und wir würden uns dann in so circa 10 Minuten auch wieder hier in der Gruppe treffen. Ich erstelle schnell die Breakout-Räume für Sie. Und genau, Sie können auch schon hier YouTube in der Zwischenzeit öffnen. Okay, alles klar. Los geht's. Ab jetzt.
Okay, super. Ich sehe, viele von Ihnen sind auch zurück und zumindest die paar Gesichter, die ich hier auch sehe, schauen auch sehr interessiert bezüglich des Videos wahrscheinlich, welches Sie sich gerade angeschaut haben. Ich bin natürlich auch sehr da auf Ihre Eindrücke auch gespannt und würde die Gruppen 1, 2 und 3 bitten, vielleicht Ihre Eindrücke auch so ein bisschen in das Chatfenster auch zu schreiben, quasi worüber Sie in der Gruppe auch diskutiert haben. Sie werden, beziehungsweise wir werden auch verschiedene Beispiele dieser Aufgabe, die diese sich angeschaut haben, auch noch genauer betrachten. Und dann können Sie auch dann am Ende der Sitzung auch zuordnen, genau, okay, das wäre jetzt dieser Intelligenztest, der auch verwendet wurde. Prinzipiell würde ich Sie natürlich auch dazu einladen, gerne den Rest des Videos sich dann in ihrer eigenen Zeit auch ebenfalls anzusehen. Wir haben auch im Lehrteam überlegt, ob wir Ihnen die gesamten 15 Minuten zum Anschauen jetzt geben wollten, aber Sie haben zumindest jetzt da einen kleinen Teaser erhalten, und wenn Sie diese Veranstaltung auf YouTube verfolgen, dann können Sie natürlich das Video auch jetzt weiterhin pausieren und sich auch noch den Rest des Videos auch gerne ansehen. Okay, wir gehen auch noch mehr darauf im Verlaufe der Sitzung ein. Ich möchte Ihnen allerdings jetzt auch noch ein paar andere von den Intelligenzmodellen auch noch mal vorstellen, und zwar auch vor allem das Berliner Intelligenzstrukturmodell, welches auch vor allem die Operationen in den Vordergrund stellt, als zweite grundlegende Modalität von den Inhalten. Und bei diesem Modell ist da auch zu sehen, dass halt dort Dimensionen wie verbale Bereiche, numerische Bereiche, figurale Inhaltsbereiche verwendet werden und von den Operationen so etwas wie die Bearbeitungsgeschwindigkeit, wie die Merkfähigkeit, Einfallsreichtum, also auch Kreativität in gewisser Weise und auch die Verarbeitungskapazität auch betrachtet werden. Was von diesem Intelligenzmodell auch sehr spannend zu sehen ist, ist, dass es von mehr Studien im Vergleich zu Gardiners Modell auch empirisch auch belegt werden kann. Einer der Nachteile bei der Verwendung von diesem Intelligenzmodell ist es jedoch, dass der Intelligenztest, der verwendet wird, sehr lang ist und doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also allgemein, was Sie sehen können, wenn Sie sich Intelligenzmodelle betrachten, ist, dass die Gemeinsamkeit wirklich darstellt, dass Intelligenz die allgemeine mentale Fähigkeit einer Person umschreibt, dass es dabei verschiedene Facetten auch betrachtet und auch hierarchisch strukturiert wird. Je nach Modell, je nach Modell können Sie halt da auch verschiedene Bereiche sehen, die auch dann jeweils in den Vordergrund gestellt werden. Allerdings, was schwieriger ist und wo die empirische Forschung auch sich noch etwas im Unklaren ist, ist es quasi, was sind alles Bereiche, also von der Breite in gewisser Weise, die zur Intelligenz gehören. Also jetzt bei Gardner die musischen Fähigkeiten beispielsweise. Oder Sie haben in dem Text, den Sie auch für die Reading Reaction bearbeitet haben, auch noch eine Vielzahl von anderen Bereichen auch gesehen. Dann eine zweite große Frage,
wie die genaue Struktur eigentlich aussieht, also wie Intelligenz strukturiert wird. Klar, in gewisser Weise gibt es Hierarchien, aber wie sind da auch da beispielsweise die Zusammenhänge? Und quasi auch allgemein ist auch quasi daraufhin aufbauend auf diesen Unklarheiten, wie genau Intelligenz denn quasi definiert werden kann. Sie haben gesehen, es gibt eine Vielzahl von Definitionen, aber so die eine Definition, die verwendet werden kann, das ist schwierig. Wenn wir uns genauer anschauen, wie Intelligenz gemessen werden kann, was da verschiedene Intelligenztests auch sein können, um halt je nach verschiedenen Modellen quasi die mentale Kapazität einer Person zu erfassen, sehen wir, dass es da wirklich eine Vielzahl an psychometrischen Tests gibt. Sehr bekannt dabei sind die Raven-Matrizen-Tests, die vor allem auf das Zwei-Faktoren-Modell von Spearman auch sich berufen. Dann in Bezug auf das Berliner Intelligenzmodell, was wir auch vorhin gesehen haben, ist es der Berliner Intelligenzstrukturtest, also mit 45 verschiedenen Aufgabentypen, um auch wirklich die Vielfalt und Breite, die auch quasi in diesem Modell angesprochen wird, zu beleuchten. Und der Intelligenzstrukturtest, der auch vor allem sprachliche, rechnerische und räumliche Fähigkeiten auch betrachtet, welcher auch sehr viel zur Eignungsdiagnostik auch verwendet wird. Also in Bezug auf die eine Reading Reaction, die auch quasi einen Eignungstest in gewisser Weise auch da ihre eigenen Erfahrungen berichtete. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Test auch dafür auch verwendet wurde. Weitere Tests sind beispielsweise der kognitive Fähigkeitstest KFT, der auch vor allem für schulisches Lernen verwendet wird, um quasi kognitive Fähigkeiten in verschiedenen Dimensionen auch besser zu betrachten. Und in diesem Test ist auch vor allem der Fokus auf die Verarbeitungskapazität, die wir ja in dem Berliner Intelligenzstrukturmodell auch kennengelernt haben. Es gibt auch noch einen weiteren Intelligenztest, der verwendet wird, das LPS, welches sich auf das Modell von Thurstone bezieht um quasi auch da die Begabungsstruktur nach diesem Modell halt auch zu betreffen. Also Sie sehen wirklich, je nach Modell werden verschiedene Testverfahren entwickelt, um dann die Bereiche dann jeweils abzubilden. Ich habe Ihnen jetzt auch da verschiedene Beispiele auch mitgebracht. Aber was quasi dazu auch wichtig ist, ist quasi, bei Intelligenztests werden Aufgaben in der Regel bildungsunabhängig und domänenunspezifisch verwendet. Und es werden auch häufig Items verwendet, die wenig Sprache oder sehr wenige sprachliche Anforderungen auch wirklich bieten, weil in diesem Test ja nicht implizit sprachliche Fähigkeit getestet werden soll. Das heißt, der Einsatz von Sprache ist auch dabei bewusst möglichst gering gewählt, sodass die anderen Bereiche, die diagnostisch abgedeckt werden sollen, dabei auch im Vordergrund
stehen. Und was auch wirklich da im Vordergrund oftmals steht, ist es so etwas wie Regeln zu erkennen oder neue Schlussfolgerungen zu ziehen oder beispielsweise mentale Repräsentationen zu haben und da auch verschiedene Dinge miteinander in Beziehung zu setzen. Prinzipiell, wenn Sie sich für die verschiedenen Intelligenztests auch interessieren, ich habe Ihnen auch da quasi zwei Beispiel-Links hier auf die Folien gestellt, wo Sie jetzt nach Spearman diesen Raven-Matrizen-Test auch machen können, beispielsweise. Aber ich habe Ihnen jetzt auch noch eine Beispielaufgabe mitgebracht, das auch ein bisschen genauer auch betrachtet. Genau, und das will ich Sie jetzt bitten, hier 2 Minuten vielleicht jeder für sich zu betrachten. Okay, so, dann, wenn Sie wollen, schreiben Sie auch gerne in das Chatfenster Ihre Lösung herein. In der Zwischenzeit, es gab noch eine andere Frage im Chat, und zwar, wie kann man Hochbegabung testen? Was sind da Richtlinien? Prinzipiell für Hochbegabung werden in der Regel wird gesagt, dass die Personen, die in den oberen 2% von dem jeweiligen Intelligenztest liegen, dass diese als hochbegabt auch bezeichnet werden. Also Sie sehen, Intelligenz ist auch kein absolutes Maß, sondern relativ gesehen im Vergleich zur anderen, die diese Tests ebenfalls absolvieren. Und das ist auch ein sehr guter Stichpunkt. Wir haben auch da schon im Chat jetzt hier überwältigend auch gesehen, welche Lösung da auch präferiert wird. Genau, also der Chat sagt, es ist Lösung C für die YouTube-Bit-Schauenden. Genau, Intelligenz ist vor allem ein als relative Größe zu sehen. Und Sie sehen auch schon anhand vom Wort Intelligenzquotient, dass es wirklich als Abweichungsquotient auch betrachtet wird. Und zwar, wenn Sie sich die Formel betrachten, mit welcher der IQ, der Intelligenzquotient, berechnet wird, Sie sehen, dass es einen Rohwert
gibt, und zwar die Anzahl der Aufgaben, die korrekt beantwortet wurden. Und dieser Wert, da es wird die Differenz gebildet von diesem Rohwert der Anzahl der korrekt beantworteten Aufgaben mit der Anzahl der korrekt beantworteten Aufgaben von einer sogenannten Eichstichprobe, also von Personen, die repräsentativ für die jeweilige Population ausgewählt wurden, auf die sich dieser Test bezieht. Und diese Differenz wird geteilt durch die Standardabweichung der gelösten Aufgaben in dieser Stichprobe, und davon können Sie dann den Intelligenzquotienten dann auch bilden. Also wir machen das auch mal anhand eines Beispieles, damit Sie das sehen können. Also wir haben beispielsweise eine Person, die 45 Aufgaben, der Robert ist 45, korrekt gelöst hat im Vergleich zum Mittelwert der Eichstichprobe von 38. Dann ist die Standardabweichung in der Eichstichprobe beispielsweise 5,2 gewesen, sodass Sie dann diese Rechnung halt weiter betrachten können, um dann daraufhin ausgehend mit der Formel betrachten zu können, okay, diese Person verfügt über einen IQ, einen Intelligenzquotienten von 118,75 anhand der 45 korrekt gelösten Aufgaben. Prinzipiell, Sie haben dies ja auch schon gesehen, sicherlich die Standardnormalverteilung, die wir auch sehen, auch in Bezug auf Intelligenzquotienten, wo Sie dann schauen können, je nach Test, wo, in welchem Quartil liegen Sie, bezogen auf das Testergebnis, und so können Sie quasi in der Bevölkerung allgemein halt wurde das oftmals auf den Wert 100 festgelegt, und je nachdem wie Sie die Standardabweichung nach rechts oder nach links vom Mittelwert betrachten, erhöhen sich diese Werte, und im Regelfall wird bei Werten von über der zweifachen Standardabweichung des Intelligenzquotienten von einer Hochbegabung auch gesprochen, was in etwa mit den oberen 2-3% Prozent dann übereinstimmt auch. Aber so können Sie auch quasi auf der anderen Seite der Standardabweichung die Minderbegabung sehen, die quasi für Personen in den unteren 2-3% Verteilung sich dann befinden würde. Also minder Begabung, als wenn die Intelligenzquotienten geringer als die zweifache Standardabweichung vom Mittelwert ausgehend dann betrachtet werden. Also Sie sehen, allgemein der Intelligenzquotient ist sehr bezogen auf auf den Gesamtwert der Leistungen einer Person in Bezug auf alle Tests, die betrachtet werden, ist es auch vor allem kein absoluter Wert, der festgelegt wird, sondern ein statistisch ermittelter Wert, der sich sehr stark darauf bezieht, zu welchen Personen der Wert genommen wird, um ihn zu vergleichen. Also was quasi die Eichstichprobe
in diesem Fall darstellt. Also beispielsweise in Bezug auf eine Jahrgangskohorte oder auf andere Vergleichsgruppen auch. Prinzipiell gibt es auch vor allem einen Aufschluss darüber, wo die Person liegt in Bezug auf ihre mentale Fähigkeit in Relation zu dieser Vergleichsgruppe und bezieht sich daher auch vor allem auf eine soziale Norm. Von daher könnte man Intelligenzquotienten auch quasi als sogenannte Abweichungsquotienten auch beschreiben. Das heißt quasi, jetzt als ein Beispiel für den schulischen Kontext würden Intelligenztests ein quantitatives Gesamtmaß eines der Intelligenz von einem Kind relativ gesehen zu Kindern des gleichen Alters dann auch gesehen werden. Prinzipiell die Entwicklung der Intelligenz über die Lebensspanne, Sie sehen ja, Intelligenz ist doch etwas, was sich immer auf die Referenzgruppen, auf die Kontrollgruppen in gewisser Weise bezieht. Das war eine Frage aus dem Chat gerade, inwieweit es bei IQ-Tests Kontrollgruppen gibt. Ja, darauf basieren in gewisser Weise die Intelligenztests gerade, weil weil jede einzelne Person, die einen Intelligenztest macht, auch deren Leistung im Vergleich zur Eichstichprobe auch verwendet wird. Und ich würde Sie jetzt nun bitten, mit Ihren Mitstudierenden in einem Breakout-Raum zu besprechen, ob Sie meinen, dass Intelligenz eine stabile Eigenschaft ist über die Zeit? Wenn ja, warum? Wenn nein, in welche Richtung Sie vermuten würden, beispielsweise, dass sich Intelligenz entwickeln würde, über die Jahre auch gesehen. Circa 5 Minuten in neuen Breakout-Räumen, die jetzt gerade neu erstellt werden, und los geht's!
Okay, willkommen zurück. Genau, ich würde grob die Gruppen 1, 2 und 3 wiederum bitten, quasi ihre Diskussionen im Chatfenster kurz zu beschreiben. Während Sie das machen, beantworte ich eine andere Frage, die im Chatfenster gestellt wurde. Und zwar die Frage ist, wie relevant ist die Tagesverfassung eines Kindes bei einer IQ-Testung? Eine sehr gute Frage. Vor allem, weil sie auch daraufhin Bezug nimmt, wie müssen Testverfahren allgemein gestaltet sein, um auch wirklich reliabel Ergebnisse zu liefern. Also Reliabilität, dass wenn sie eine Person zu verschiedenen Zeitpunkten den gleichen Test oder einen äquivalenten Test geben, dass da das gleiche Ergebnis herauskommt. Wir werden uns auch in, ich glaube, 3 Wochen ungefähr, Sie können da quasi auf unserem Vorlesungsplan auch nochmal genau nachschauen, wann wir uns Diagnoseinstrumente und die Diagnostik genauer betrachten werden. Und da werden Sie verschiedene Qualitätskriterien von Messverfahren auch genauer kennenlernen. Prinzipiell sollten alle IQ-Tests, die verwendet werden, so gestaltet sein, dass sie auch wirklich diese Testgütekriterien erfüllen. Also im Idealfall sollten die diese Tests auch so gestaltet sein, dass die Tagesverfassung keinerlei dass die Auswirkung, wann die Person den Test absolviert, keine Auswirkung auf das Testergebnis auch dann besitzt. Eine andere Frage, nimmt Intelligenz mit dem Alter zu oder bleibt sie immer gleich? Perfekt, das ist auch eine sehr gute Frage, die auch eine sehr gute Überleitung jetzt auch darstellt zur nächsten Folie. Und zwar sehen wir, wenn wir uns das betrachten im Vergleich zu einer Eichstichprobe, dass die Mittelwerte der Intelligenz zunächst zunehmen im frühen Alter und dann quasi über das Alter hinweg sich auch in gewisser Weise abschwächend annähern. Was allerdings auch da spannend zu sehen ist, ist, dass wenn Sie sich das betrachten, dass in den früheren Jahren der IQ noch nicht so stark mit dem Alter auch zusammenhängt wie in späteren Jahren. Also Sie sehen quasi, dass die Mittelwerte wesentlich stabiler werden über das Alter auch gesehen. Und auch prinzipiell, wenn Sie betrachten, wie verhält sich das mit der Zeit? Und mit der Zeit jetzt gesprochen von generationenübergreifend, also mit der Generation von Ihren Großeltern im Vergleich zu Ihren Eltern, zu Ihrer Generation und zu ihren Kindern sehen wir, und da gibt es jetzt halt auch erste Studien auch zu, die halt wirklich Intelligenzquotiente betrachtet haben, dass der IQ quasi über die Zeit hinweg gesehen, über Generationen hinweg gesehen, eher ansteigt. Wenn Sie das halt vergleichen mit einer Eichstichprobe, sagen wir mal, aus dem Jahre 1900. Das ist natürlich sehr spannend und bedeutet dies, dass wir als Menschheit allgemein intelligenter und klüger werden. Sehr spannend ist, da quasi dieser Effekt wurde von James Flynn herausgefunden und und auch quasi nach ihm als Flynn-Effekt auch benannt.
Stand. Und ich kann Ihnen da auch wirklich nur ans Herzen legen. James Flynn hat einen sehr guten TED-Talk zu diesem Thema auch, auch beschrieben, wo quasi quasi die Ergebnisse von diesen Studien auch nochmal genauer betrachtet und beleuchtet werden. Also kann ich Ihnen auch wirklich nur empfehlen, wenn Sie vielleicht von Tübingen irgendwie zu Ihren Eltern fahren oder wenn Sie nach Tübingen hereinpendeln oder wenn Sie am Bahnhof stehen und warten, bis irgendwie Ihr Bus kommt, dass Sie sich da diesen TED-Talk quasi ansehen, weil es ist, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall und ich glaube, der würde Ihnen ebenfalls auch sehr gefallen. Genau, wir haben jetzt sehr viel quasi über die Intelligenz gehört und gesehen und dann natürlich sind auch viele von Ihnen jetzt auch da sehr interessiert, wie ist der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Wissen. Und da ist natürlich auch landläufig gesprochen so, dass dies in einem gewissen Wechselspiel auch steht. Und ich würde Sie jetzt bitten, in wieder neuen Breakout-Räumen und Gruppen 1, 2 und 3 können sich auch schon relativ sicher sein, ihre Ergebnisse dann vermutlich im Chat dann auch zu berichten, diesen Zusammenhang etwas genauer zu diskutieren und quasi da auch Einschätzungen dann auch zu formulieren. Circa 7 Minuten Breakout-Räume werden jetzt neu kreiert und ich mache mal 2 Räume weniger, damit Sie noch ein paar mehr Personen auch in den Breakout-Räumen auch haben. Und genau, rekreiert werden Sie und dann geht's jetzt los. Viel Spaß!
Alright. So, wie erwartet, würde ich mich jetzt freuen, wenn Gruppen 1, 2 und 3 vielleicht jeweils nur einen, ein Beispiel in das Chatfenster geben, wie sie das Zusammenspiel von Wissen und Intelligenz sehen, auch vielleicht, was sie da beispielhaft da auch diskutiert haben. Prinzipiell sehen wir auch wirklich, dass Wissen alleine nicht sehr viel Menschen bringt, wenn dich die Intelligenz besessen wird, das Wissen dann auch entsprechend umzusetzen. Allerdings auch auf der anderen Seite, dass eine hohe Intelligenz nicht unbedingt sehr zielförderlich ist, wenn das, das grundlegende Wissen auch nicht verwendet wird. Also auch sehr von dem, was gerade in das Chatfenster auch geschrieben wurde, Intelligenz und Wissen sind wechselseitig, sie beziehen sich aufeinander, genau. Beispielsweise Weinert hat dies in der Theorie des intelligenten Wissens beschrieben, wo Intelligenz und Lernen quasi in einem Zusammenhang stehen, wo sich das Niveau der Intelligenz einen Einfluss darauf besitzt, inwieweit gelernt wird und auch wie, wie die Lernprozesse auch gestaltet werden. Und bei höherer Intelligenz können halt Lernprozesse effektiver und effizienter auch gestaltet werden, so dass dann quasi in Bezug auf diese Theorie der Erwerb von intelligenterem Wissen in gewisser Weise dann daraufhin sich bezieht, um dann wirklich, kumulativ, wenn Sie das über die Zeit hinweg betrachten, zu einem größeren Lernerfolg auch allgemein sich dann auch nachschlagen wird. Genau, und das ist auch relativ ähnlich zu dem, was jetzt gerade auch irgendwie im Chat halt auch dann wird ein sehr gutes Beispiel hier auswendig lernen von viel Wissen fürs Abitur, jedoch ohne wirkliches Verständnis von den Lerninhalten. Und das können Sie auch quasi auf das Studium übertragen, wenn Sie halt nur für eine Klausur viel Faktenwissen sich reinballern, dann ist, wenn das Verständnis fehlt, ist es wesentlich schwieriger, dann quasi jetzt auch im Sinne von der Theorie des intelligenten Wissens, dass sie halt dann einen kumulativen Erfolg auch bekommen. Das heißt, wenn sie strategisch besser vorgehen, können sie auch da dann kognitive Prozesse dann auch besser beeinflussen. Und je höher die Intelligenz ist, über die Personen verfügen, desto besser können halt auch diese Lernprozesse in gewisser Weise dann auch strukturiert werden. Dabei ist es auch sehr bedeutend zu sehen, dass das erworbene Wissen mit einer der größten Voraussetzungen auch für zukünftiges Wissen auch darstellt. Und je mehr Sie auf vorheriges Wissen auch Bezug nehmen können, desto besser kann auch neues Wissen auch hinzugefügt werden, um auch dann die Integration in die vorhandenen Strukturen dann auch so zu sehen. Sie können sich dabei jetzt auch an die Vorlesung von vor einer Woche auch zurückerinnern, wo wir auch da die verschiedenen Gedächtnismodelle auch genauer betrachtet haben, was da grundlegende kognitive Prozesse auch darstellen. Und da sehen Sie auch schon direkt Querverbindungen von
diesen verschiedenen Theorien der pädagogischen Psychologie. Also Sie können halt auch da wirklich auch sehen, Vorwissen als mit einer der wichtigen Faktoren da auch zum weiteren Wissenserwerb. Prinzipiell, wenn Sie da empirische Studien auch betrachten, die sowohl Intelligenz als auch Wissen als Prädiktoren für Lernerfolg haben, sehen Sie ebenfalls, dass dies auch wirklich als einer der wichtigsten Prädiktoren auch oftmals darstellt, um Lernerfolg, um Lernleistung auch in gewissermaßen dann vorherzusehen in diesen Studien. Und genau, und im Prinzip ist es halt dann so zu sehen, dass Intelligenz in diesem Zusammenspiel von Wissen, Vorwissen und dem Neuerwerb von Wissen so als Fähigkeit von Menschen, sich an neue Bedingungen, an neue Lernumgebungen, an neue Lerninhalte in gewisser Weise anzupassen, um Probleme, die gestellt werden, auch gut lösen zu können in dem gesellschaftlichen Kontext, in dem diese Probleme auch gestellt werden. Sie haben jetzt hier in dieser Woche vieles über die Intelligenz gehört und quasi die Wichtigkeit von Intelligenz für das für den Wissenserwerb, für Lernprozesse. Es gibt allerdings auch noch viele weitere Komponenten, die auch einen großen Einfluss auf Lernprozesse und Lernerfolge haben, wie das Selbstkonzept, welches wir in der nächsten Woche auch gemeinsam betrachten werden. Von daher freue ich mich da auch schon, Sie wieder in der nächsten Woche auch begrüßen zu können hier in unserer Vorlesung und verbleibe mit vielen freundlichen Grüßen und einem sehr guten Start weiterhin in diese Vorlesungswoche. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.